herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Last Man Standing. Na, oh, die letzte Aufnahme ist schon etwas länger her. Von dem her weiß ich gar nicht, was wir alles schon gemacht haben. Oder was wir jetzt eigentlich vorhaben. Egal, uns fällt bestimmt noch irgendwas ein. Wir sind gerade alleine auf dem Server. Und das ist schon mal gut. Also erstmal die Felder hier ernten. Und genau umgucken. Nicht, dass da ein Creeper da ist. Na, oh, können die nicht schon reif sein? Immerhin eine Tomate. Ah, wie war das jetzt nochmal mit den Pommes machen? Ah ja. Erstmal hier Platz finden. Oh, wir haben ja noch welche. Aber generell können mehr nicht schaden. Und vielleicht sollte ich mal eine Kiste nur für Fressalien anlegen. Könnte, glaube ich, helfen. Genau, stimmt. Mit Salz und dieser Bakeware. So. Dann sind wir jetzt erstmal gerüstet. Na, sind die schon gewachsen? Nur ein bisschen. Lass uns mal hier ein bisschen Ordnung reinbringen. Das wollen wir noch alles anpflanzen. So. Zumindest die Lebensmittel, dass wir ein bisschen Übersicht haben. Oh, die nehmen wir auch mit darüber. Da sind ja doch schon ein paar mehr. Zuckerrohr müssen wir noch anpflanzen. Und ja, wie ihr hört, meine Stimme hat sich ein bisschen geändert, beziehungsweise ich habe ein paar Einstellungen vorgenommen am Mischpult, genauso wie bei OBS. Und generell sollte das jetzt angenehmer klingen. Auch was das Übersteuern und so angeht. So, dann pflanzen wir jetzt mal erstmal den Zuckerrohr. Genau hier vorne, vor der Haustür. Perfekt. Und es tut mir auch leid, dass die letzten Folgen alle so dermaßen übersteuert waren, beziehungsweise ich habe die wahrscheinlich vom Sound her ein bisschen leiser gemacht, damit es halt nicht so extrem übersteuert ist. Aber es wird trotzdem aufgefallen sein. Weil normalerweise hatte ich die Einstellung, die ich jetzt habe,
Hatte ich auch vorher drin, aber irgendwie wurden die umgestellt. So, das hier nochmal weg. Die hier können wir eigentlich durchziehen lassen. Also hier in unserem kleinen Gerät. Haben wir uns da schon Sachen geholt? Klar. Wir haben doch hier die Bäume gepflanzt. Oh. Die müssen auf jeden Fall noch wachsen. Das hier kommt auch zu unserer Lebensmittelkiste. Ja, ihr merkt schon, ich bin kleiner Sortiermensch eigentlich, aber warum ich das bis jetzt noch nicht getan habe, fragwürdig. Ach so, das ist ja diese Devilspflanze. Ja. Die brauchen wir später. Das sollte es jetzt aber gewesen sein, was Lebensmittel angeht. Hoffe ich, denke ich. Ich habe hier auf jeden Fall noch Großes vor, was das Bauen angeht. Aber das werden wir noch früh genug herausfinden, was. So, machen wir jetzt hier erstmal ein paar Scheiben Brot. Natürlich geht das nicht auf dem Schneidebrett. Ah, da haben wir auch noch Toasties drinne. Geht das? Kann ich das machen? Ja. Bringen tut es nur nichts. Egal. Also erstmal so einen dicken Toast reinschieben. Der wurde übrigens gesponsert, weil ich mich verlaufen hatte. Und das brät hier schön vor sich hin. Ja, jetzt ist die Frage, was machen wir? Also was machen wir jetzt erstmal? Ja, das ist relativ egal. Hier haben wir jede Menge Bäume. Haben wir die alle gepflanzt? Oh, müssen wir ja. Ja gut. Jetzt denken wir uns noch ein paar Erdbeeren hier. Weil wir es können. Ja, die Bosse werden noch ziemlich krasse Probleme machen, beziehungsweise früher oder später haben wir ja eh total krasse Sachen, dass die keine Probleme mehr machen. Zumindest nicht mehr machen sollten. Ah, und wie ihr seht hier jetzt schön mit dem Wasser und mit den gepflügten Feldern, sollte es alles funktionieren. Oh, hier ist immer noch keiner reif. Und wir sollten es auf jeden Fall Tag machen, bevor wir noch ungebetenen Besuch bekommen. Ich überlege gerade, ob es sich schon lohnt, das Haus auszubauen oder ob wir nicht erstmal nochmal ein bisschen Ressourcenfarmen gehen. Und ich glaube, wir werden erstmal ein paar Ressourcen noch farmen.
Vor allem sowas wie Copper. Aber das habe ich jetzt irgendwie doch schon ganz lieb gewonnen. Das Copperzeug. Um daraus besseres Werkzeug zu machen. Ja. Fragt mich nicht, warum ich mit der Spitzhacke abbaue, weiß ich selber nicht. Ich meine, wenn wir hier so einen schönen Hammer haben. Na, da ist noch Salz. Das nehme ich auf jeden Fall auch mit. Kann man nie genug haben. Die Aluminiumbeeren würde ich erstmal da lassen, brauchen wir nicht wirklich. Also machen wir ein bisschen Licht. Und geh mal hier runter. Und buddeln uns mal ein paar Wege. Ich meine, ja klar, wir könnten jetzt auch Diamanten suchen gehen, aber die sind nicht so wichtig. Und da habe ich aktuell lieber mehr Kupfer und so. Und vor allem Eisen. Und Certusquarz. Weil das brauchen wir, davon brauchen wir noch eine ganze Menge. Oh. Ich wusste es. Hier ist eine Höhle. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Und wir dürfen uns jetzt nur nicht verlaufen. Ich glaube, das wäre ziemlich suboptimal. Aber auch nur ein bisschen. Osmium ist natürlich wichtig. Für später, für die ganzen, ja, mechanischen Sachen. Solange uns jetzt nicht wieder hier so ein super Zombie auf super toller Tod ankommt und uns one-hittet, sollten wir safe sein. Ah, okay. Ist das ein Goldbeerenbusch? Nee. Tin. Warum sollte ich Tin brauchen? So, machen wir hier erstmal das Wasser zu. Oh, Gold. Wow. Aber Eisenbüsche nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh, noch mehr Gold.
Knochen sind auch immer gut. Wenn man nicht gerade voll wäre. Na komm, hier, weg damit. Haben wir die Eisenbüsche jetzt mit? Nein. Doch. Aber wo? Bin ich blind? Ach, da sind sie ja. So, da wir jetzt eh keine Fackel mehr haben, gehen wir wieder Richtung der Heimat. Farben noch so ein bisschen was ab. Und niemals das Essen vergessen. Ich glaube, hier sind wir falsch. Ach du Schande. Nein! Oh, das funktioniert aber ziemlich gut mit den Blocken. Ja, klar, genau. Das ist natürlich so ein super Creeper auf Todesdeath. Und wer hätte es gedacht, ist es genau das passiert, was ich nicht wollte. Wir haben uns verlaufen. Wir kamen doch von hier irgendwo. Ne, hier ging das Wasser ja runter. Wir kamen von irgendwo hier. Ja, genau, von hier. Okay, wir haben uns doch nicht verlaufen. So, jetzt so einen schönen Burger hinterher. Das sollte wieder ein bisschen reichen. Auf jeden Fall wird es jetzt immer besser und besser. So. Warum auch immer der jetzt nur noch 7 macht, aber okay, soll er machen. So, Zombiehirne werden auch gebraten. Die Büsche kommen hier hinten rein. Zu den ganzen anderen Büschen. So, bam. Also Eisen braucht man natürlich auch. Nur weil irgendwann gibt es keins mehr. Okay, bis das der Fall ist, haben wir, glaube ich, das Projekt 6-mal beendet. So, jetzt überlegen wir mal, was wir da reinhauen. Gold auf jeden Fall. Eisen, ja, kann man auch reinmachen. Das war es auch erstmal. Aber warum haben wir nicht noch eine? Das ist ein bisschen tief, die Decke, ne? Egal, reicht ja für diesen Maschinenraum. So, gib mal lieber hier ein bisschen Holz. Und die nächsten Kisten werden angebrochen.
So, die Kohle teilen wir natürlich auf. Nein. Was? Hä? Was wird bitte aus Kohle, wenn man sie brennt? Aha, ja. Okay, Graphitbar. Was auch immer das sein soll, ist ja schön und gut, aber... kenne ich mich nicht mit aus. Dann können wir hier noch ein bisschen Kupfer reinkloppen. Haben wir nicht noch mehr? Ja, klar. Und Tin. So, das kommt im Ofen. Und dann würde ich auch sagen, das war's mit dem Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Part.